Hallo, werter Patient oder werte Patientin, und willkommen zurück zu unserer weiteren Sitzung mit Ghostmaster. Ohne viel Vorgeräte wollen wir doch gleich wieder in die Sitzung springen. Und versuchen. Oh, warte, man könnte hier natürlich mal Tracy reinprobieren. In der Hoffnung, dass die nicht gleich. Oh, Kataklos ist in Gefahr. Die erste Hexe ist verjagt. Sehr schön. Das ist eigentlich unsere Haupthexe. Und wo ist die? Okay, also die scheint es gerade ganz gut zu erwischen. Wir binden Kataklaus mal wieder hier, weil jetzt sind gerade beide Hexen hier unten. Das lässt sie allerdings ziemlich kalt. Deswegen mich jetzt mal interessieren würde, Kräfte, wir bleiben mal hierbei schnell. Okay, scheinbar ist der ein eigenen Klon zu sehen ziemlich erschreckend. Gut, das würde mich auch ziemlich... Mich interessiert aber eher... Mich hätte eher interessiert, was ist ihre Angst? Wird das auch angezeigt? Bios ist erfahren? Nein, okay. Aber scheinbar ist dieser Klontrick eine ziemlich fiese Sache. Während sie die Kriegpflanzen eher weniger beeindrucken. Kann ich dir noch einen Befehl geben? Bu, hast du da noch was Platz? Ja, sehr schön. Oh, Moment. Nicht, dass die uns jetzt hier Bu. Nein, okay, das hat sie eindeutig zu sehr verängstigt. Finde ich gut. Das beeindruckt jetzt weniger, dass... Oh, sehr schön, auch die rothaarige Hexe ist. Von dannen. Ich sag nicht mal die rothaarige Michelle. So, das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch auf die hier konzentrieren. Was ja so hoffe ich auch nicht mehr allzu lange dauern wird. So, dann bind mal den hier hin. Und den meinetwegen... Na, wo gehst du denn jetzt rein? Hier rein, okay. Da bleibst du doch aber nicht. Oh, wo ich gerade dich sehe, Firetail. Könntest doch mal ein bisschen für einen ordentlichen Schock sorgen mit menschlicher Fackel. Ja, die Partymusik geht los, sehr schön. Jetzt läuft die wieder in einem Raum hin und her, oder was? Ah, mal mit unserer Geisterkombi hier, ne? Lustig ist ja, dass sie hier jetzt nicht sofort ihre Mediumkraft anwendet. Ich meine, sie sieht ja instant einen Geist. Wobei das dann wahrscheinlich auch ziemlich unfair wäre. Du setzt mal bitte... Was ist denn mit Feuertanz? Ist doch gerade viel geiler. Wir finden viel größeren Schrank. Und wir haben es geschafft, Leute. Natürlich genau 3 Minuten drüber. Ich hoffe jetzt selber, wir bekommen noch ein anderes Level. Weil das Level, was jetzt übrig bleibt. Ich werde ja sehen, wenn ich kein extra Level bekomme, dann schneide ich das hier einfach an den Part ran. Moment, 487 Goldplasma bekommen. Natürlich nicht. Ist jetzt die Frage, wage ich mich hier jetzt schon rein? Nein. Ich schneide das... Ach, scheiß drauf. Nein, wir machen weiter. Wir versuchen es. Allerdings nicht ohne einen kleinen Cut, denn bei uns hat es gerade... Wobei, nein, das interessiert euch ja nicht. Wir machen einen kleinen Cut. Und da sind wir schon wieder. Und weiter geht es mit dem Level Phantom des Opernsaals. Eins übrigens meiner Hass-Level. Okay. Ghostmaster, es ist an der Zeit, ein anderes Bollwerk sterblicher Sicherheit zu unterminieren. Richte deine Aufmerksamkeit auf das überstrapazierte Krankenhaus von Grafenwill, in dem Seelen wieder in ihre vergänglichen Körper eingenäht werden und niemand auch nur einen Gedanken an den Wert einer solchen Geste verschwendet.
Du musst nur die leitenden Experten der Heilkunst loswerden. Obwohl zusätzliches Chaos natürlich jederzeit willkommen ist. So, warte mal. Blue Murder kann ich drin lassen. Ihn brauche ich nicht. Ihn nicht. Ihn nicht. Ihn nicht. Ich lasse mir Blue Murder mal drin. Dann nehme ich noch Boo mit. Wir müssen ganz, ganz viel erschrecken. Das steht fest. Wir brauchen, Moment, wir brauchen hier ein paar Gäste für den Zwing. Moonscreen brauchen wir auf jeden Fall. So, und dann natürlich ein hohes Erschrecker-Team. Und ich werde mir auch mal ein Aura-Laser mitnehmen, wie immer. So, ich glaube, ich nehme auch mal Stonewall mit. Wobei, nein, Banzai ist momentan, glaube ich, hat Stonewall zufällig schon Beben. Nein, habe ich noch nicht beigebracht. Dann bleibt es bei Banzai. Jetzt ist nur die Frage, wen nehmen wir noch mit? Eigentlich vielleicht noch ein dritter Innengeist. Weil wir haben drei. Was? Nee. Wir bräuchten noch einen mit einem hohen Terror-Effekt. Greuel. Eigentlich sind hier die besten. Übrigens, ja, es gibt einen kopflosen Reiter. Freue ich mich schon drauf auf den. Ne, weißt du, wen ich mitnehme? Ich nehme Firetail mit. Der hat sich letztes Mal ziemlich effektiv erwiesen. Ich nehme dafür ja mal nicht Banzai mit, sondern sie. Einfach wegen Geistergeschenk. Und ich weiß, ob das noch eine andere kann und wenn, dann egal. Gut, versuchen wir uns ja mit dem Team. Vorweg, das wird jetzt wohl ein paar Parts schlucken, weil das ist ein ziemlich langwieriges Level. Ach nein, gut, jetzt habe ich jetzt aus Versehen auf... Ja. So, jetzt habe ich natürlich super schön verkackt. Habe ich toll gemacht. Ihn hatte ich gesagt, nehme ich mit. Ich brauche ihn noch. Ja, und dann brauche ich eigentlich nur noch meinen Bug. So, jetzt spucken wir mal los. Vergraule die Ärzte aus dem Krankenhaus und schicke sie schnell. Dieses Level ist halt einfach wirklich, wirklich kacke. Das heißt kacke, es ist halt einfach anstrengend. Hier ist es nicht. In einem der Behandlungszimmer ist nämlich genau, nämlich schon das erste Geist. Bist du ein Ghostmaster? Oh, ich konnte Geistern in Uniform noch nie widerstehen. Manchmal bin ich mit Babysitten beschäftigt. Sein Plüschhase wurde geklaut und der kleine Racker hört einfach nicht auf zu weinen. Aber wenn du uns hilfst, dann kann ich vielleicht für dich arbeiten. Ich wette, du kennst nicht viele Schwindler mit dieser Masche, oder? Ach, nur ein paar. So, dafür müssen wir jetzt mal diesen Jungen hier suchen, diesen Kevin. Im Ernst, du bist ein Kevin. Das lasse ich unkommentiert. Ich will keine Minderheiten beleidigen. Nein. Das ist unfair, Leute wegen ihrem Namen zu beleidigen. Da los. Ach, warte mal, wir könnten ja eigentlich gleich, wenn wir hier schon mal, ne? Dann können wir gleich schon mal den Jungen Angst einjagen. Lass den Hasen fallen. Sehr schön. Braves Kind. Du nimmst den Hasen jetzt auf, hoffe ich doch mal. Nein, warum auch? Es war eine dumme Idee, ihn im Klo zu erschrecken. Kann sich jetzt nicht entscheiden, ob sie den Hasen was Geschenk mitnimmt. Offensichtlich. Ja, übrigens, ja genau, das ist von später wichtig. Übrigens, das hat nichts mit dem Geist zu tun, der da liegt. Ganz oft übrigens gesagt. Übrigens, ich sage sehr oft übrigens. Wo ist denn jetzt der Junge? Hat er den blöden... Wo ist denn jetzt das Häschen? Keiner hat das Häschen. Denkt doch einer an den... Nein, halt, man kann viel besseren Spruch bringen. Denkt doch einer an die Kinder. So, wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Hier ist der nächste Geist. Meine Hochzeit sollte der schönste Tag meines Lebens werden. Wäre sie auch geworden, wenn er nur gekommen wäre. War ich nicht genug für ihn? Wozu brauchte er all die anderen?
Ich bin den Stimmen aus dem Weißen Zimmer aus Dach der Anstalt gefolgt, um den Blitz in die Arme zu schließen. Jetzt sagen sie, untreue Männer gehören bestraft. Kann nicht aufhören, bis der Tod uns scheidet. Sehr sympathische Frau. Gut, wir wissen ja inzwischen, dass das der hier ist, ne? Ich habe übrigens lange überlebt, wie man den befreit damals. Inzwischen weiß ich es, weil ich habe das Spiel vor knapp einem Jahr oder so, wie gesagt, nochmal durchgespielt. Und ich glaube inzwischen, dass man die ganzen Nurses hier, lol, das ist übrigens nicht übersetzt, die ganzen Krankenschwestern hier verjagen muss, dass er zu der Frau hier geht. Wo ist denn jetzt übrigens der Letzte? Und viel wichtiger ist, wo ist das? Wir hoffen mal, dass noch jemand anders sich dann bequemt, dann den Hasen mitzunehmen. Ich suche jetzt aber eigentlich den letzten Geist. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, hier. Ach, diese Geschichte. Und für den brauchen wir nämlich Moonscream. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Leute vorweg erschrecken. Okay. Effektiverweise können wir ja gleich ein paar Schwesternschaften erschrecken. Ne, wo wir schon mal dabei sind. Sind irgendwo zufällig mehr als eine Schwester? Nein, nein, nein. Okay, dann nehmen wir einfach den Kollegen hier und binden ihn daran. Und wir nehmen jetzt mal Bu schnell und lassen ihn hier was in die Ketten wirken, dass jemand das Geschenk sich mitnimmt. Das ist das Geschenk, dass jemand sich den Hasen krallt. Irgendjemand. Denkt doch jemand an die Kinder. Was kann die eigentlich? Harriet. Ja, toll, die hätte Geistergeschenk gekonnt. Lol, was ist das denn? Eine grausige Gestalt an. Achso, das ist wahrscheinlich erst bei Gestalt nach Gestaltwandler machbar. Okidoki. Und nein, ich werde das Kind jetzt nicht verjagen. Ich werde auch kein Kleinkind verjagen. Hallo? Da ist wieder dieser blöde. Der ist es halt, ne? Den müssen wir irgendwie runterlocken. Ah doch, den mitzunehmen war gar nicht so schlecht. Da haben wir nämlich, den kann man nämlich mit Ruhe besänftigen. Wow. Der läuft aber sehr leicht bekleidet durch die Gegend. Gut, wir setzen einmal einen Riesenschwarm ein. Einfach weil hier gerade so viele Schwestern sind und das Kind ja hoffentlich nicht so mega leicht zu erschrecken ist. Das Kind ist gar nicht zu erschrecken. Der Junge ist mir sympathisch. Das ist wahrscheinlich mit Lol, hat der Angst bekommen von irgendwas? Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht aus Versehen verjagen. Weil ich habe keine Lust, dieses Level nochmal zu spielen. Ist das doch schon nervig genug? Ja. Weißt du, wie ich das als kleines Kind damals gespielt habe, konnte ich gar keinen von den dreien befreien, weil ich keinen Plan hatte, wie das ging. Nein, du läufst jetzt hier nicht weg. Du bleibst schön hier, ich will dich nicht erschrecken. Übrigens haben wir auch hier wieder Gegner. Ich merke gerade, die Gegner kommen jetzt öfter. Gut, noch haben wir ja keine Gegner, also können wir in Ruhe spuken. Ja, nimm doch den Hasen mit los. Nimm den Hasen. Nimm den Hasen. Nimm doch einfach den Hasen mit. Los, jetzt dreh dich um und nimm den Hasen. No. Gut, warte, wie war das? Man sollte nochmal. Wie war das? Habe ich das? Wie war das in Erinnerung mit Animation? Könnte man damit nicht auch den Hasen wegbewegen? Ich fliege jetzt noch in eine ungünstigere Position. Na super. Da
Da ist der Hase, komm, guck hinter die Tür. Wer ist das denn jetzt? Lol, was will der denn hier? Okay, das ist ein wenig gruselig. Ist das vielleicht... Nö, das ist auch nicht, oder? Moment, gucken wir mal schnell. Nö, das ist auch nicht das Endlevel. Wiederholt. Oh, wir haben den ersten Doktor verjagt. Sehr schön. Das ist doch eigentlich ein gutes... Naja, super. Ja. Das Lustige ist, die fürchten sich vor sau vielen. Wie auch immer die gerade spontan gespawnt sind, aber... Okay. Why not spontanes Spawning? Fangen wir mit dem, der sieht, finde ich, Raymond Lawrence. Jetzt hat endlich jemand dann da. So viel zu, die ängstigen sich vor keinem Geist, ne? Das sind so die. Aufpassen hier. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, welche der Schwestern hat denn den Geist, den kleinen Hasen bei sich. Wo ist jetzt der Hase? Wo zum Teufel liegt der Hase? Und mal die Schwestern durch. Nein. Nein. Ach, jetzt kommt schon, wo ist denn dieser verteufelte Hase jetzt schon wieder hin? Mädchen, mach hier nicht einen auf super cool, das bist du nämlich nicht. Ja, ihr seid relativ leicht zu verjagen. Ihr seht, der ist schon Raymond. Dr. Mauren. Bisschen jetzt auf Kitterklaus achten. Dass sie ihn nicht in Gewahrsam nimmt. Okay, dann nicht, sehr schön. Larry, ach nee, Lawrence, wo hab ich denn da gerade Larry gelesen? Hä? Oh, irgendeiner hat den. Und die geht in ein Behandlungszimmer. Ach, da hat die Schwester. Lol, jetzt ernsthaft? So einfach? Lustig, jedes Mal, wenn ich sage, ein Level wird schwer, wird das unglaublich einfach. Aber bei Polterjack, wo ich gesagt habe, das wird echt einfach, hat das echt fast zwei Folgen gefressen. Anderthalb Folgen hat es gefressen, ne? Super. Das ist jetzt natürlich geil. Jetzt müssen wir uns also nur auf konzentrieren, alle Schwestern zu verjagen und ihn ein bisschen in Beruhigung zu lassen und sie nicht und sie beruhigt lassen, weil irgendwann geht ihr dann nämlich zu ihr. Und ja, dann haben wir Birgit auch befreit. Und er ist der einfachste am zu befreien, ne? Aber damals wusste ich halt nur nicht, wie es geht. Also, ne, bitte, verzeiht mir das. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir uns um die Ghostbreaker kümmern, würde ich sagen. Die sind meiner Meinung nach noch die größte Gefahr. Gehst du da jetzt rein? Dann kann ich nämlich, Moment, wie viele Befehle kann ich dir? Ich kann dir nur eingeben. Wir setzen hier wieder unsere Lieblings... Ne, es wäre ein bisschen Schwachsinn, uns auf einen zu konzentrieren, weil wir haben ja nicht nur die Ghostbreakers. Oh Gott, ich sag Ghostbuster. Ehrlich. Ich finde Ghostbreaker, das ist kein richtiger Name. Gut, sie hatten keine Lizenznamen für... Okay. Die hat auf Toilette gemusst. Oh, warte mal, nicht, dass sie jetzt gleich Kettaklaus findet. Ah ja, da war Kettaklaus anvisiert worden, dachte ich mir schon. Ich finde übrigens ihn wirklich am lächerlichsten, dann sie und dann erst ihn. Aber er ist trotzdem sehr, sehr lächerlich, aber er ist halt der Unlächerlichste. Was heißt der Unlächerlichste? Die anderen beiden sind nur lächerlicher. So. Vom Gesicht her, ich weiß nicht, ich kann die Typen nicht ernst nehmen. Übrigens, ja, sie werden uns nochmal begegnen. Oh Gott, nein, ich will das Kind doch eigentlich gar nicht erschrecken. Aber ich muss... Nein, muss ich nicht, halt, stimmt nicht. So, jetzt setze ich erstmal auf die Bank, denn jetzt können wir, hoffe ich zumindest, jetzt müssen wir den Schlafenden wiederfinden. Oh, können wir einfach hier, geht zumachen. So, und jetzt hier mit
Ja, natürlich. In dem Moment wird es schon weniger. Darum habe ich es gesagt, ne? Aber kein Problem. Den Ketterkloss mal hier hinsetzen. Und mit Kampfgeschwader sollte man die 200 schnell wieder überschreiten. Nein, natürlich nicht. Jetzt sind wir genau bei 199. Herrgott. Müssen die Geister mal ein bisschen mehr hier aktiv einsetzen. Können uns auf die Schwestern konzentrieren. Dann los, Bu. Hier sitzt eine Schwester. Perfektes Ziel für dich. Ihr seht, hier ist einfach eine Menge zu erschrecken. Wieso wird das denn so schnell weniger? Die Geister, die Leute sind mir noch irgendwie viel zu ruhig. Jetzt kann man Buck hier auch mal ein bisschen hin und her binden. Man muss halt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen den Dr. Seth hier erschrecken, ne? Nein, dich nicht. Wo bist denn du, Ketterkloss? Eigentlich wäre Ketterkloss hier, glaube ich, gar nicht so ineffektiv. Raymond ist noch ziemlich lästig drauf und die eigentlich ist mir auch noch viel zu lässig. So, aber der Hundi kommt ja runter. So, jetzt haben wir ein paar Sekunden Zeit, deshalb werden wir jetzt ganz, ganz schnell. Ja, der war eh gerade angepeilt worden. Passt doch. Jetzt gehen wir ganz schnell zu ihm. Holen, nein, Moonscreen-Kräfte, das. Und so nah wie möglich an ihn ran. Ich hoffe mal, dass das hier reicht. Hä? Doch. Was denn das? Muss wohl eingenickt sein. Für ein Jahrhundert oder so. Ist wohl Zeit, an die Arbeit zu gehen. Und da haben wir es geschafft. Aber kann ich nicht, was kann der eigentlich so? Totale Entblößung. Okay, eigentlich ziemlich nice. Eigentlich eine ziemlich geile Kombi, wenn man den mit One Kind, lass mich raten, ein Kind und eigentlich eine geile Kombi. Okay, hier ist wieder jemand zum Verjagen, finde ich toll. Dann gibt diese Dr. Morgan doch mal ein Zeichen, dass man sich nicht mit den Unsterblichen anlegen sollte. Ich finde es übrigens toll, dass der Geist schon befreit ist. Oh, 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 oh. Immer ein bisschen vorsichtig sein. Man darf's. Ich will mein Glück nicht herausfordern. Erst recht nicht so früh im Level. Weil, ne? Ich mag ja meine Geister. Gut, okay, sehr schön. Der Dr. Morgan lässt sich jagen. Oder auch nicht. Nicht, dass du jetzt hier spontan nicht entscheidest, ihn... Nein, okay. Zu verjagen. Zu Ghostbustern. Aber hier können wir erstmal wieder meine Lieblingsbefehle geben. Wir können nämlich sagen hier... Nein, das wollte ich ja nicht, weil... Na, wir bleiben mal bei den Befehlen, nur wenn Sterbliche zugegen sind. Oh, 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 oh. Na, wer denn? Welcher? Der Ghostbuster? No, nein, nein, nein. Ich will es nicht riskieren. Ach, der war... Was der? Was Raymond? Oh, Raymond ist schon wieder viel zu cool. Das passt mir gar nicht. Wir nehmen einfach Boo. Ach, Herrgott. Ich mag gerade, ich überziehe. Daher beende ich jetzt auch spontan die Aufnahme.